C4. Und auf geht's zur Explosion in der Polarstation. Okay. Ja, Leute. Keine Informationen irgendwie. Das wäre nämlich ganz cool, wenn ich jetzt noch ein bisschen. Hatte zwei Notärzte. Ich glaube. Moment. Kann ich nicht nur noch ein paar Personen mitnehmen? Ja, doch. Ich glaube. Ein Sanitäterteam ist vielleicht auch nicht so viel. Ne, nicht mit Atemschutz, sondern ABC-Schutzanzug. So. Nimm noch ein Sanitäterteam mit und vielleicht noch einen Arzt. Und. Was nehmen wir noch mit? Also, wir könnten noch zwei Fahrzeuge mitnehmen. Theoretisch, praktisch reicht es aber nicht mehr dafür. Also, finanziell, weil wir nicht mal einen Rüstwagen mitnehmen könnten. Das heißt, wir können dann eher noch einen Feuerwehrmann mit Atemschutz. Mit ABC-Schutz nehmen. Hiervon können wir auch, wir könnten sonst noch einen Ingenieur mitnehmen eigentlich. Oder einen Krankenwagen, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich zwei ITWs habe. Polizei etc. brauche ich hoffentlich nicht. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt schaukeln oder nicht. Die Polarstation. Ja. Ja, deswegen. What the fuck? Ach komm. Polarstation nach Explosion schwer beschädigt. Nach einem Zwischenunfall bei Bohrungen in der Nähe einer osteuropäischen Polarstation mit einem geothermischen Labor wurde die Station zerstört. Mehrere Personen sind verletzt, einige davon unter Gebäudetrümmern verschüttet. Durch die Explosion ist radioaktives Material, das für den Betrieb des Reaktors der Station gelagert wurde, freigesetzt worden. Durch einen Defekt am Atomreaktor ist die Energieversorgung der Station ausgefallen. Außerdem müssen Sie mit Gefährdung durch Eisbären rechnen. Das wird immer besser. Bringen Sie alle Opfer in Rettungsfahrzeugen unter. Dekontaminieren Sie sämtliche kontaminierten Personen. Befreien Sie ein Forscherteam, das durch den Energieausfall in der Laborkuppel der Station eingeschlossen ist. So Strahlungsmissionen mag ich irgendwie überhaupt nicht. Und so Missionen, wo man niemanden nachalarmieren kann, finde ich auch nicht so geil. So, dann werden wir jetzt erstmal den Dekonwagen nehmen. Wir nehmen die ganzen ABC-Schutzanzugsgeschützten. Was für eine tolle Wortkombination. Also Feuerwehrmänner. So, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendwie noch. Okay. Was zum Henker? Nein, warte, wir brauchen noch einen Ingenieur dafür. Nein, Heli bleibt wieder hier. Der Ingenieur muss ja noch da einsteigen. Landen, landen, landen. Sind doch alle Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzug, ne? Warum steigen die da jetzt nicht ein? Leute? Achso, weil passen ja auch nicht alle rein. So, was brauchen wir hier? Oh, was haben wir hier? Wir haben einen Bulldozer. Bergefahrzeug. Wir haben hier noch jemanden, der hier einen Hund hat, quasi, um hier Leute zu finden. So, das Wort. Die Wortkombination fehlte mir jetzt. So, ich glaube, wir schicken. Ja, wir müssen, brauchen die eh alle hier in dem Gebiet. Also, ich sehe jetzt drei Leute, die verstrahlt sind. Ich weiß nicht, wie wir die. Wie wir in das Gebiet da kommen können, ohne dass meine Leute verstrahlt werden. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt geht. Weil wir müssen die da jetzt auf jeden Fall alle irgendwie retten, ne? Sinnvollerweise. Das heißt, den mitnehmen. Ich hoffe, dass der ABC-Schutzanzug genauso gut ist, wie sein Name erwarten lässt. Welches Gebäude? In diesem Einsatzgebiet gibt es besonders viele Gefahren. Hä? Nicht zuletzt als Folge der extremen klimatischen Bedingungen. Wie jetzt? Zum Beispiel, wenn das Eis rissig ist und nicht zu sehr belastet werden darf. Oder durch Eisbären, Hä? Die aggressiv werden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Sie müssen umsichtig vorgehen und einerseits die Opfer schnell bergen und behandeln,
andererseits aber auch auf die Sicherheit ihrer Einsatzkräfte achten. Hä? Ja, Leute, jetzt will ich will sehen, was da oben... Der wurde wahrscheinlich von einem Weißbär angefallen, oder wie? Ernsthaft? Ja? Ach, Menno. Ja, aber ich glaube... Ja, wie machen wir das jetzt? Also ein Rettungshundeteam ist nicht verkehrt. Ich glaube noch ein Notarzt, ja. Und dann packen wir halt doch noch einen Typ mit ABC-Schutzanzug da rein. Und das wird wahrscheinlich dann noch alles gewesen sein. Außer ich hole vielleicht noch einen Ingenieur, aber... Wobei, wir haben dann Schützen, ne? Wenn ich das mal so bedenke, dann könnte man theoretisch die Eisbären erschießen, die da rumstehen. Wenn man die in den Helikopter setzen kann, weil sonst ist das keine gute Idee. Auf. Nein, das ist eine ganz schlechte Idee sonst. Das geht sonst ordentlich ins Auge. So, alle in das Auto. So, der Schütze. Der Schütze kann nicht in den Helikopter. Der Schütze kann zwar eine Waffe ziehen, aber kann nicht in den Helikopter. Toll. Soll ich die Eisbären da erschießen oder wie? Also, so verstehe ich das jetzt gerade. Weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Oder ob ich das wirklich jetzt so machen muss. Dann schauen wir doch mal. So, mit dem Dekon-Fahrzeug erstmal dahin fahren. Können eigentlich auch mal die ganzen Leute, die hier stehen. Oh, Hundeführer war schon dabei, sehe ich gerade. Können wir mal dahin bringen. Dann bringen wir auch mal das Bergefahrzeug darüber. Ich weiß zwar noch nicht, was ich jetzt hier genau bergen kann. Aber hey. Ne, von daher... Kommen die zu der Einsatzkraft? Das ist nicht so gut. Was für eine... What the fuck? Will er nicht mal vielleicht mal schießen? Der wird dadurch natürlich nicht aggressiver oder so, ne? Ich weiß nicht, was für eine Schlagdistanz der hat. Ich habe eigentlich auch jetzt gar keine Zeit dafür, um irgendwelche dämlichen Eisbären zu erschießen. Alter, wie viel hält er denn aus? Gut, das ist ein Eisbär, ne? Also. Eigentlich sollte mich das nicht wundern. Ah, ich hab ihn erwischt. So, ungefähr 20 Kugeln später. Wenn der Schütze stirbt, habe ich verloren. Das ist nicht so gut. Ich kann den auch jetzt nicht alleine lassen, weil es dauert immer nur ein paar Sekunden. Bis der daran ist wieder. Der Schütze läuft halt nicht sonderlich schnell. Und er schießt halt noch langsamer. Ich würde den am liebsten mit dem Bulldozer umfahren, das wäre lustig. So. Da sind jetzt nicht mehr so viele Bären. Ach komm, es sind aber immer noch genug Bären, um uns zu trollen. Oder um mich zu trollen. Und wenn ich jetzt nämlich. Warte mal. Jetzt lassen wir die erstmal alle aussteigen. Müssten wir den dekontaminieren lassen. Den auch. Den sowieso. Und dann gucken wir jetzt mal. Wir können die Behälter hier hoffentlich ein bisschen wegräumen. Vielleicht auch so, dass wir jetzt nicht noch mehr Leute infizieren dann. Oder verstrahlen. So, und was machen wir jetzt mit dem Dings? Da ist nämlich, sind nämlich immer noch Eisbären. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal hin. Und ja, dann müssen wir mal schauen. So, vielleicht holt er jetzt mal den Typen da ab. So, der ABC-Schutzanzug-Mensch begibt sich jetzt mal ein bisschen nach hinten. So, dass wir den in dem Krankentransporter oder im ITW... Was? Das Plateau könnte instabil werden? Nein? Dann darf ich da nicht drauf gehen, weil... Könnte instabil werden, heißt es im Spiel, ist so instabil, dass es auseinanderfliegen wird, wenn ich es berühre. Einfach weil halt, ne? So, dann lege ich den da mal ab. Das sollte genug Abstand sein, damit er da nicht verstrahlt werden kann. Hier Notarzt, ne? So.
Wenn der da raus ist, dann schauen wir mal weiter. Ja. Ich kann den da nicht retten, so glaube ich. Also noch nicht. Noch nicht auf jeden Fall, ja. Ja, dann nimm den mal bitte weg, damit der da mir nicht irgendwo reinläuft. Ach, der war schon fast tot. Nein. Nein, nein, nein. Das sieht schon katastrophal schlicht aus. Aber der Ingenieur wird da auf jeden Fall nicht verstrahlt. Das ist sehr gut. Weil sonst hätte ich jetzt noch ein Problem. Wenn der jetzt auch noch verstrahlt worden wäre. Ja, toll. Den kann ich wahrscheinlich eh nicht mehr retten, weil da zu viele Eisbären drumherum sind. Sie haben alle radioaktiv verstrahlten Personen dekontaminiert. Gut gemacht. Ja, das ist doch mal ein Anfang. So. Was ist hiermit? Kann der noch welche holen? Nein, kann er nicht. Der muss erst hier wieder zurückfliegen. Kann er hoffentlich die Person ablassen? Nein, kann er nicht. Er muss erst landen. Warum auch sonst, ne? Oder wie auch sonst. Dann Person ablegen. Und die nächste Person retten. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach nochmal den Schützen und schieße den anderen Eisbär auch ab, der da vorne steht. Ja, die beiden Ärzte sind hier gerade gut ausgelastet. Der kann den jetzt mal loslassen. Ich hoffe nicht, dass der so dumm ist und wieder zurück zu den radioaktiven Fässern läuft, weil dann. Mä? Nein, was macht der da? Erschießen. So. Pöck, pöck. Aber dass wir hier 10 Opfer haben in dem Gebiet, ich aber erst einen Bruchteil der Leute entdeckt habe, schon mal ganz schlecht. Glaube, der braucht ungefähr 10 Kugeln, um ihn umzuhauen. Ah, Hit and Run vom Feinsten hier. Komm. Warum hält der denn noch so viel Aros? Jawollo. Jetzt kann der Ingenieur den retten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn wir denn uns hier drum mal gekümmert haben. Warte, der kann den nochmal eben ablegen. Und ich habe zu wenige Notärzte. Yay. Ja, kümmere dich halt darum. Danke. So. Dann landen, ne? Wobei, ja, wenn ich kann den ja jetzt auch da mal wegbringen kurz. Person ablegen. Person retten. Was? Benötigen Unterstützung? Was? Kommt der denn jetzt her? Meine Fresse. Nein, jetzt muss ich nochmal Hit and Run mit dem Polen. Ein Scheiß. Vor allem direkt zu dem anderen toten Eisbär locken, ist natürlich der beste Plan überhaupt. Los, 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 los. Umdrehen und schießen wieder. Nein, was ist los? Nein, 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 nein. Kurz nachdem der den gerettet hat. Gott sei Dank. Ja, und jetzt bitte nicht in der Zeit krepieren, dämlicher Polizist, Geschütze, Schütze, was auch immer. Ah, so. Schieß halt. Der darf den anderen Leuten jetzt nicht noch näher kommen. Dann habe ich gleich wieder ein Problem. Na, wobei. Noch haben wir ausreichend Abstand. Komm, so viele Kugeln hält er jetzt sicherlich nicht mehr aus. Jawollo. Fertig ist er. So, wie steht's da? Okay, ganz gut. Gut, dass ich die Scholle da gerade noch evakuieren konnte. Wie es aussieht. Ja. Dann wir mal kurz. Was machen wir jetzt mit den radioaktiven Fässern hier? Können wir die ganze Suppe da wohl irgendwie wegbringen? Ich weiß es nicht. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir das könnten. So, dann können wir jetzt mal den anderen vielleicht retten. Ich hoffe mal, dass der letzte Eisbär, der da ist, jetzt nicht aggressiv wird, wenn ich dahin fliege. Aber bevor ich das riskiere, speichere ich erstmal. Ja, speichern. Los, speichern. Oh, okay. Geht man am besten mal auf, okay. Gut. Dann der Eisbär ist nicht in Sicht, dann lad ihn dann schnell auf. Ja, der Eisbär ist weit genug entfernt.
Außer der Eisbär überlegt es sich jetzt nochmal und ich muss ihn auch erschießen. Das wäre blöd für den Eisbären. Und blöd für den Ingenieur. Aber es ist alles in Ordnung. So, warte mal, was haben wir denn eigentlich alles für Aufgaben? Forscherteam retten und sämtliche Personen in Schutz bringen, okay. Und Sicherheit bringen, okay, gut. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das jetzt hier im Einzelnen machen. Leute, da liegt noch ein Verletzter, ne? Achso, nee, der ist noch in Ordnung. Gut, dann... Die können nämlich alle in den Krankenwagen. Ich glaube, die schicke ich mal kurz hier suchen. Vielleicht, ne? Vielleicht findet der Hund was. Das wäre optimal. So, den Bulldozer brauchen wir auch für irgendwas. Mal gucken, wofür. Jetzt schauen wir vielleicht auch mal, was wir mit dem Kran hier machen können. Vielleicht liegen hier noch irgendwo Personen drunter. Das glaube ich aber eigentlich nicht, weil die wären dann alle verseucht. Also, dann sollte es eigentlich nichts mehr sein hier. Warte mal, ich guck mal kurz. Wie viele Personen sind hier drin? 3. 4. 5, weil da ja noch einer liegt. So, wir müssen die noch aus der Kuppel befreien, glaube ich. Ich weiß nur nicht wie. Ne, also, da war jetzt auch niemand drunter. Ah, da! Okay, tatsächlich. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die da irgendwie rauskriegen, ohne dass wir da... ja. Wie kriegen wir die denn da raus? Das ist jetzt die Frage. Wir müssen noch irgendwie in das Gebäude rein können, nicht? Das ist jetzt irgendwie uncool. Moment, der Ingenieur kann die Person hier mal ablegen kurz. Ich hoffe mal, dass der jetzt noch lebt. Ah, er bewegt sich noch gut. Dann wird er wahrscheinlich noch leben. Das heißt, warte mal, wir gucken mal hier vielleicht. Vielleicht können wir auch jetzt irgendwie doch mal den Bulldozer verwenden. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt nichts mit kaputt machen. Aber irgendwie müssen wir hier doch mal was räumen können. Weil da in den Trümmern ist nichts mehr. So wie das aussieht. Ausrüsten kann der sich nicht. Oder ausrüsten kann der nichts quasi. Dann nehmen wir aber jetzt mal kurz die Sonnies und sammeln die Leute hier ein. Packen die in den Krankenwagen. Um dann mal gleich zu gucken, was wir dann sonst machen können. Weil irgendwo muss man ja auch den tollen Bulldozer da verwenden können. Keine Ahnung. Ja, nee, wirklich keine Ahnung. Weil irgendwie müssten wir aber auch hier... Ah, da ist, ist das Trümmerteil, was ich anheben kann. So, dann bringen wir die mal dahin. Dann haben wir da die 6 von 10 Personen haben wir da drin. Da ist Nummer 7, also Nummer 7 der Opfer. Fehlen immer noch 3. Müsste man jetzt mal wissen, wo die sind, ne? Und wie man da zum Beispiel in diese Kuppel reinkommt, weil da werden die wahrscheinlich eingeschlossen sein. Dafür könnte man eventuell den Ingenieur verwenden. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht, weil er ja die Tür aufmachen kann irgendwie, bestimmt. Ne? Ja, tatsächlich. Der kann offenbar die Tür öffnen. Ja, genau, die Laborkuppel. Ist dabei hermetisch abgeriegelt. Und irgendwas stürzt ein oder explodiert. Ja, wir müssen den Generator wieder in Gang bringen, okay. Ja. Warum glaube ich bloß, dass der mir um die Ohren fliegt, wenn ich den freilege? Ich weiß auch nicht. Ja, den können wir da jetzt retten, sehr gut. Den anderen können wir sicherlich auch retten, aber die sind dann beide garantiert verstrahlt. So, ja genau. Dann können wir nämlich das Teil da mal abheben oder wegheben quasi. Und dann können wir das wahrscheinlich mit dem Ingenieur wieder öffnen. Gut. Oder wir könnten es vielleicht auch mit dem Radlager entfernen, das kann auch sein.
Nee, kann nicht sein. Okay, gut. Dann nicht. Na, lauf bitte daher. Ne? Ja, genau. Da oben her. Nein, nicht daher. Ach so. Okay, der läuft sowieso die Kurve. Gut. Dann... Ja. Haben wir immer noch 10 Opfer? Das legen wir jetzt mal da ab kurz. Aha. Er leuchtet rot. Das ist auf der einen Seite gut, weil man weiß, dass ihr was tut. Auf der anderen Seite ist Rot jetzt nicht so die beste Farbe. Für einen Reaktor zum Leuchten, ne? Das würde ich jetzt mal zumindest so behaupten. Ja, was macht der Kran da jetzt? Achso, der wartet, fällt sich erst zusammen. Und jetzt kann er gleich direkt das nächste da anheben. So. Nein! Huch. Warum auch immer sich jetzt das Spiel gerade minimiert hat. Sehr gut. So, Notarzt. Kein Notarzt? Nein, du bist kein Notarzt. Okay. Er ist immer Notarzt. Oh! Close Call! Nein! Nein! Der nippelt mir jetzt nicht ab. Wo ist der andere Notarzt? Was soll das? Da ist der Notarzt. Los! Ach komm, es kann sich eh gerade nur einer um den kümmern. Oh, das war aber wirklich Präzisionsleistung gerade. Ey, Karamba. So, da ist nichts mehr. Dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Opfer in der Polarstation, also in dieser Kuppel, dazu zählen. Das wäre ganz gut, weil dann hätte ich nicht mal das Problem, noch ein Opfer finden zu müssen. Kann ich den... Ja, ich kann den Generator wieder anstellen. Hoffentlich. Hoffentlich ohne den Typen zu verstrahlen. Hier unten auf eventuellen Eisschollen liegen, glaube ich, keine Menschen mehr. Das hätte man auch auf der Karte sehen können, wahrscheinlich. So, jetzt passiert gleich irgendwas Unschönes, glaube ich. Nein, wir haben wieder Strom. Das war das Letzte, was ich jetzt erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Aber warum nicht, ne? So, dann sammeln wir den direkt ein. Und dann kommt er da rein. Dann haben wir 7. Das heißt, es fehlt dann... Sind dann immer noch 2. Was macht der Hund da? Ja, ich weiß, dass der Eisbär tot ist. Muss ich mir nicht sagen. In das Gebiet hier kann ich die Eisbären nicht schicken. Moment mal. Da sehen wir doch einen Blutfleck. Also ich glaube, das ist nichts. Der da, aber der. Den sollten wir noch retten. Ne? Das wäre nicht verkehrt. Und da ist auch noch einer drunter. Gut, dass ich das jetzt mal sehe. So. Schnell dahin. So, lauf. Immer wieder Strom. Es ist Strom im Haus quasi. Ja, dann mal gucken. Also das sind auf jeden Fall... Da ist ein Opfer. Da ist ein Opfer. Vielleicht sollte ich mit dem Opfer rechts anfangen, weil es sich nicht mehr bewegt. Andererseits sollte ich vielleicht mit dem Opfer links anfangen, weil sich das noch bewegt. Deswegen schicke ich jetzt auch direkt die beiden Notärzte dahin, weil das sonst knapp wird. Sie haben den Zugang zum Labor geöffnet und das Forscherteam gerettet. Sehr gut. Gut gemacht. Kann ich den Radlader vielleicht dafür verwenden? Nein, kann ich nicht. Toll. Nimm hier Radlader. So, ja, bring mal das Trümmerstück da woanders hin, ne? Nein, du lässt den... Nein, lass ihn doch liegen. Nein, lass ihn liegen. Los, lass ihn liegen. Los, leg ihn ab, Mann. Wir müssen uns unbedingt schnell um die Opfer kümmern. You don't say. Ja, der ist tot. Nein, jetzt hat der andere gerade das zeitliche gesegnet in dem Moment. Weil ich jetzt doch den bevorzugt habe, wo ich dachte, dass man den vielleicht noch reanimieren könnte. Nein, konnte man nicht. Egal, das machen wir dann beim zweiten Anlauf besser, weil es wird gerade darauf hinauslaufen, dass es scheitert. Los. Nein, dann packt das Trümmerteil da vielleicht mal weg. So, na, der ist tot. Den hätte ich gerade noch retten können, knapp. Dann haben wir hier 2 Opfer. Dann fehlt uns immer noch 1. Einer fehlt noch, okay. Schicken mal den, warte, nee, wir setzen mal die beiden Sunnies da rein und schicken den ITW da runter.
Also entweder scheitern wir gleich an der Mission oder wir schaffen es, aber kriegen schlechte Bewertungen für die für das fehlende Opfer, beziehungsweise für die beiden toten Opfer. Es ist nur die Frage, wo das letzte Opfer ist. Das könnte jetzt einfalls in so einem kaputten Teil noch sein. Oder... Nee, den hat er nicht mehr retten können. Den hat er auch nicht retten können. Müsste doch irgendwo... Ist noch Blut an so einem Trümmer kleben. Ja, da kann nichts mehr sein, das ist alles verseucht. Da unten liegt noch einer. Und da kommen wir nicht hin, weil das da durch die Fässer blockiert ist. Dafür brauchen wir dann auch den Radlader. Okay. Gut, ja, das macht Sinn. Nein, der muss zweimal fahren. Ja, das ist jetzt nicht so gut, weil der unten... Also... Ja, nee, dann sind alle drei Opfer tot. Nein, was macht der Radlader da jetzt? Nimm den Dreck da mit. Komm in die Puschen. So. Alle mitnehmen. Ja, der eine Notarzt hat schon aufgegeben. Aber was heißt schon? Er hat aufgegeben. Da war nichts mehr zu retten. So, dann kann der da durch, kann den Trümmer hochheben. Der kann zu dem Krankenwagen. Außer sie blockieren sich gegenseitig, dann kann niemand irgendwas. So. Ja, dann fahr jetzt mal bitte da durch. Das heißt, die Feuerwehrmänner gehen da weg und wir fahren da durch. Ne? So. Nach Möglichkeit auch so, dass er noch einen Notarzt hin kann, ne? Ne, aber der wird auch tot sein. Damit haben wir das dann zwar abgeschlossen, aber die Personenschädenstatistik wird, sagen wir mal, unter aller Sau sein. Los, jetzt heb hoch. Versorgt den. Ja, der ist tot. Wer hätte das gedacht? Ich glaube auch nicht, dass er den reanimiert kriegt. Ja gut, den habe ich. Vor allem, der hat die gleiche Farbe wie die Trümmerteile da drüber. Also. Ach nee, der ITW ist ja voll. Stimmt. Genau 10 Opfer ist echt eine undankbare Zahl, wenn man 2 ITWs hat. Hätte man auch sich den einen ITW sparen können. Und. Hä? Was für Personen transportieren? Hä? ja. So, ja, man hätte sich den einen ITW eigentlich sparen können. Und dafür einfach einen normalen Krankenwagen holen können. Das wäre wahrscheinlich, monetar wesentlich besser gewesen, aber das weiß man halt auch erst hinterher. Man weiß ja vorher, hast ja vorher so fast gar keine Informationen dazu gehabt. Trotz du kannst ja auch noch mehr Opfer haben. Haben Sie die Situation noch in den Griff bekommen? Schauen Sie sich die Auswertung genau an. Stellen Sie fest, in welchen Bereichen Sie sich noch verbessern könnten. Ja, ich habe die Opfer nicht entdeckt, ihr Witzbolde. Das war das Problem. Ja, schade. Aber wir haben es im ersten Anlauf geschafft. Auch halt dann nur 68% Gesamteffizienz. Aber was soll man machen, ne? War jetzt ein bisschen schwierig. Die einen waren unten auch sehr stark getarnt. Wusste jetzt auch nicht, dass da noch weitere verschüttet sind. Von daher. Ja gut, aber damit dann bis zum nächsten Mal, wenn es wie heißt Let's Play Emergency 4.